Na gut, dann wollen wir hier mal weiter aufräumen. Achso, das war die Kammer, wo wir gerade hergekommen sind. Ja, bevor wir da reingehen, mir ist eingefallen, wir hatten noch gelernt, diesen Resist-Blow-Spruch, wenn man da was wegnimmt, dass er dann stärker ist. Das möchte ich mal ausprobieren. Also laut Handbuch ist Resist-Blow folgender Spruch. Bed in Sankt. Das da. Und ich glaube, man sollte Bed rausnehmen. Also einfach nur in Sankt. In Sankt. Zack. Schildzauber. Der uns hoffentlich besser stützt. Schützt. So, und jetzt noch IBM, um uns heilen zu können. Und jetzt bringen wir einfach alle Kopflosen darin um. Das klingt nach einem Plan. Hm? Worn Buckler. Badly Worn Buckler. Excellent. Magical Mail Shirt. Oh. Serviceable Mail Shirt. Ich glaube, ich wähle mal das hier weg. Und setze die magische da drauf. Was auch immer die magische macht. Sie wird schon irgendwas Positives machen. So, töten. Einer zur Zeit wäre schön. Komm mal her. Oh, das war ein guter Treffer. Ganz viel Blut. Der ist gelb. Oh, da kommt der zweite. Er ist nur noch gelb. Er ist rot. Der ist gleich kaputt. Genau. Ich fand die andere Siegesmusik irgendwie ein dicken epischer. Oh, gut. Töten. Aber der Schildspruch, der bringt richtig viel. Wir haben fast keinen Kratzer abbekommen bisher, obwohl jetzt schon der zweite Kopflose auf uns einhaut. So. Und tot. Sehr schön. Das kommt mal mit. Drei Münzen. Also ja, wir wurden gewarnt, dass wir uns von der Mitte des Raumes fernhalten sollen. Das tue ich auch mal, wenn das denn der Raum ist, der gemeint ist. Aber hier sind keine Schalter. Und da oben waren auch keine Schalter. Außer die Dinger da sind Schalter. Nö, ist nur ein Wandvorhang. Okay, dann halt raus hier. Und Schalter suchen. Das führt nach Osten, die genau falsche Richtung eigentlich, ne? Hm, was ist denn hier? Ein eingestürzter Gang. Hm, wir wollen aber nicht nach Osten. Es muss irgendwo hier sein. Mach mal Licht an. So, können wir besser die Karte zeichnen. Oh, es geht nach Westen weiter. Okay. Ganz viele zerstörte Sachen. Oh, eine Ratte. Zack. Stirb. Warum immer Gift? Das und das und... Wir schlagen vollkommen falsch zu, müssen von oben zu hauen. Alles mit daneben hauen regt mich wirklich auf. Das heißt, ich denke, ich werde demnächst wirklich hochgehen zum Ankh und dann entweder Attack erhöhen oder unsere Schwert- und Keulenfertigkeiten. Denn beides erhöht die Chance zu treffen. Wobei die Waffenfertigkeiten selber, also Keule und Schwert, auch noch dafür sorgen, dass wir seltener getroffen werden. Was nicht wirklich mir gerade wichtig ist. Wichtiger ist mir, dass wir öfters treffen und damit der Gegner schneller tot ist und wir gar nicht erst Schaden bekommen. Also Attack erhöhen und nicht Waffenfertigkeiten. Weil das ist einfach nur albern, dass wir 10-mal auf eine Ratte einhauen müssen, bevor sie treffen. Und wenn wir sie treffen, ist sie dann kaputt. Genau so. Natürlich kann es auch sein, dass wir einfach viel zu weit unten sind für unseren Level. Und wir eigentlich noch auf Ebene 4 oder so rum suchen sollten.
und die Ratten hier einfach wesentlich stärker sind oder agiler oder sonst was, aber das macht nicht wirklich viel Sinn. Eine Schriftrolle. Was für Schriftrollen sind das? Warum gibt ihr die mir immer wieder? Du hast jetzt schon die dritte, wo wir nicht wissen, was sie macht. Aber gut, was sagt die Karte? Die Karte sagt, da ist eine Sackgasse. Osten? Ostenweg. Hier ist eine Tür und was da hinten? Der Schrein der Tugenden. Hallo, Schrein? Oh. Ein Magier. Daneben ist so ein Springbrunnen, der wahrscheinlich Lebenspunkte bringt. Aber wir sollten nicht einfach davon trinken. Sprechen wir ihn vorher mal an. Du siehst doch bekannt aus. Hallo Reisender, was bringt dich in dieses Gebiet des Abyss? Bist du auf einer Queste so wie ich? Was ist deine Queste? Vor vielen Jahren habe ich mit der Forschung begonnen, niedere Elemente in Gold zu verwandeln. Während diesen Forschungen habe ich eine bessere Methode gefunden, die jedoch eine sehr seltene Substanz braucht. Warum ist diese Methode so viel besser? Nun ja, die alten Methoden brauchen sehr viele Reagenzien und können nur einen Bruchteil einer Unze von Gold für jeden Pfund niederen Metalls umwandeln. Die neue Methode benötigt wesentlich weniger Reagenzien und produziert viel mehr Gold. Aber die eine Reagenz, die man halt braucht, ist wesentlich seltener. Und ich habe bisher nur kleine Mengen davon gefunden. Was ist das für eine Substanz? Es ist ein blauer, rockähnliches Mineral. Das nennt sich Zanium. Ich habe nur wenige Exemplare davon hier in den Tunneln gefunden. Ich denke, im Südwesten könnte es eine Mine geben, wo es welches gibt. Aber dort komme ich nicht ran. Wie sammelt man das Mineral ein? Zanium hat die Eigenschaft, selbst anziehend zu sein. Das heißt, man muss nur rüberlaufen und sammelt sie schon ein? Ah, sobald man ein Stück davon hat. Ha. Vielleicht kann ich dir helfen. Dann solltest du mit dem Miner Ghoul sprechen und herausfinden, wie man den Chamber benutzt. Wie man einen Dispatch Chamber benutzen soll. Das ist wohl eine Art mechanische Vorrichtung. Und wir bekommen eine Menge Gold. Ja, okay. Ich werde die Informationen über die Kontrollen über dieses komische Gerät finden. Gut, auf bald. So, dann probiere ich mal ganz kurz, ob wir das Ding da wirklich trinken können und ob das uns heilt. Nö, es stillt nur unseren Durst. Okay. Und ein Ankh. Wir würden gerne Angriffskraft erhöhen. Das war rar. Angriffskraft hat sich groß erhöht. Können wir nochmal? Ja, hat sich groß erhöht. Wie viel Level haben wir inzwischen? 12. Level. Angriffskraft 19. Wenn wir jetzt nicht treffen, weiß ich echt nicht mehr. So, was war das eine? Und hier war noch eine Tür, genau. Oh, 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 oh. Ich denke nicht, dass wir die verletzen können. Aber die können uns verletzen. Komm schon, lass mich einen Treffer landen, damit ich weiß, dass ich verletzen kann. Nee. Okay, Schrifträume, wo wir nicht wissen, was sie machen. Jetzt ist eure Zeit. Nichts gemacht. Nichts gemacht. Jo, weg hier. Kommt ihr hinterher? Magic Arrow. Tja.
Magic Arrow, Magic Arrow. Alle weg. F. Da. Oh, kommt her. Nicht genug Platz für einen magischen Pfeil? Wollte mich veräppeln? So. Ah, getroffen. So, komm schon, komm schon. Warum? Nicht genug Raum. Weil die direkt vor mir stehen oder warum? Das finde ich sehr, sehr skurril. Kann ich hier vorbei? Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Und weg hier. Also es ist wohl theoretisch möglich, sie mit dem Zauberspruch oder allgemein mit Zaubersprüchen zu besiegen, aber dazu müssen sie weit genug weg sein. Okay, alles weg. In Loa schließen. Licht aus. Null. Schlafen. So, Mana voll. Licht an. Wir sind auch schon ein bisschen höher, was Magie angeht. Also wir könnten auch mal einen aggressiveren Spruch probieren. Haben wir die Sachen dafür zusammen? Ein Feuerball zum Beispiel. Ne, der ist zu hohe Stufe. Dritte Stufe hätten wir Blitzschlag. Da bräuchten wir den hier und ein X. Aber wir haben kein richtiges X. Vierte Stufe wäre Gift. Aber Gift wird nichts bringen. Feuerball wäre fünfte Stufe. Könnten wir eventuell auch schon sprechen. Das wäre der doofe Bug mit meinem Cursor. Feuerball wäre KF. Gucken wir mal. Den dürften wir eigentlich jetzt schon sprechen können. Da verwandelt sich mein Cursor. Wow. Ist kein Spruch. Yeah, doch ist es. Ist genau der Spruch, den das Handbuch sagt. Okay, dann nicht. Dann halt. Das. Scroll, scroll, scroll. Magic Arrow. Ja, das ist richtig. Spruch, so. Jetzt komm her, Geist. Da bist du. Piu, piu, piu. Ja, so geht das gut. Machen wir jetzt keine Mana mehr. Haben wir noch grüne Tränke? Okay, weg, 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 weg. So. Weit genug weg. Schlafen. Licht an. Zurücklaufen. Das ist kein gutes Zeichen. Wenn wir nicht mehr mit unserem kompletten Mana schaffen, einen Geist umzubringen. Und es gibt bestimmt noch schwierigere Gegner als Geister, die nur mit Magie verletzt werden können. So, Geist ist schon mal gelb. Geist ist rot. Keine Mana mehr. Komm schon. Oh! Wir können die doch mit Keulen treffen. Wollte mich veräppeln. Ich habe jetzt so viel Angriffskraft und ich treffe trotzdem so selten, dass ich dachte, ich kann sie damit nicht verletzen. Ja, Treffer. Und das und das und überhaupt. Dafür will ich jetzt ein Level-Up haben und ein garstiges Ding. Oder eine magische Keule in deinem Raum. Geist flieht und ist tot. Oh, was haben wir hier? Ein Buch. What to do after Mull. Also schleichen wäre Mull. Noch ein Mantra, das ich niemals sprechen werde.
Mull Sneak. So. Das kann auch gleich wieder weg.